Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Feeds Beast Infinity. Ja, wir sind wieder da. Ich glaube, die Quarry ist fertig. Also könnte sein, weil wir auf jeden Fall Diamanten und alles haben. Deswegen werden wir uns mal kurz dahin begeben. Ich werde aber kurz mal gucken, ob wir noch Landmarks haben. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Landmarks, weil ich möchte gerne die Quarry dann natürlich... Die werden auseinandergeschrieben, ne? Denke ich. Ja, werden sie auch, war klar. Denn ich möchte natürlich die Quarry dann auch umsetzen. So, da haben wir die vier. Was ich noch machen möchte... ich habe hier schon was vorbereitet. Hier, da kommt der Reaktor hin, der Big Reactor. Den hatte ich schon vorbereitet oder die Dingen ausgehoben. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder Enderman spawnen, weil wir brauchen auf jeden Fall Enderflüssigkeit. Da, mal, jetzt habe ich den Raum gesucht. So. Wir gucken mal, ich glaube, die ist fertig. Weil wir auch Obsidian und, ne, ist sie nicht, die ist immer noch am Arbeiten, okay. Aber die, wir haben auf jeden Fall schon 61 Diamanten jetzt, das heißt, sie ist auf jeden Fall schon ziemlich tief. Ja, ist sie. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch einiges. Lava kann die ja nicht abbauen, die Dame. Ach, der hängt da unten fest wegen der Lava, sehe ich gerade. Stimmt. Dann müssen wir mal kurz hier runter. Wir müssen mal kurz die Lava hier zumachen. Ja, ja. Dumm ich auch. So, die Lava geht auch weg. Die Lava auch. Müssen wir da noch kurz ein bisschen was nehmen. Wir müssen die Lava hier mal zumachen. Das habe ich ganz vergessen. Dass sie ja keine Lava abbauen kann. Kann nur die Ender Quarry, nur die kann das. Und ich bin gerade überlegen, ob wir... Ja gut, wenn die fertig ist, werden wir die Ender Quarry als nächstes machen. Benutzen. Auf jeden Fall. Oh, schaffe ich ihn da noch? Schaffen wir. Und die Quarry eigentlich gar nicht mehr. Wenn, dann will ich nur noch Ender Quarry benutzen. Ist einfacher. Aber passt schon. Das kriegen wir hin. Was ich noch eben machen will, ist, weil ich ja die eine Folge gesagt habe, die letzte Folge, die Export- und Import-Bus mit einer Kiste für halt Kobbel und Zeug, was wir alle schon haben. Kobbel, Sandstone, Limestone und so weiter. Und wir kriegen absolut keine Energie mehr, weil unten das Dingens nicht mehr läuft. Wir haben zu wenig Bäume für den Strom. Deswegen hauen wir das mal voll hier. Gucken wir mal. Da sind noch 55. Da können wir mal die Hälfte wegnehmen. So, dass wir mal ein bisschen mehr Strom kriegen wieder. Ach, wir haben ja gerade mal... Wir haben doch gar kein Dingens an. Verdammt! Ach, da bauen wir uns mal kurz so hoch. Ich weiß, ich muss hier noch einen Elevator reinbauen. Habe ich noch nicht. Ist ja okay. So. Das heißt, wir machen erstmal, ich würde sagen, die Cores. Einen haben wir noch. Das heißt, wir brauchen Gold. Mal wieder. Machen wir da immer wieder vier. Ist da noch eine Presse drin? Nein. Das heißt, wir brauchen die Logic Press. Die ich noch in der Tasche habe. Ja, ich muss auch noch hier gucken, ob ich mal Swex oder so noch drauf mache für die Blöcke. Dass wir das vielleicht hinkriegen. Redstone ein bisschen. Vier. Haben wir keine, doch haben wir wohl, ich wollte schon sagen. Dann machen wir vier Logic-Prozessoren. Würde ich sagen. Dann haben wir da durch.
So, einer muss noch. So, dann haben wir die auch. Dann kommt da natürlich Redstone, da kommt das und da kommt das. So, dann bau die mal. Dann brauchen wir eine Kiste. Und wie gesagt, wir brauchen einmal Cobble. Gravel, glaube ich, war das. Einmal Cobble, Gravel und Limestone und Sandstone, genau. Die vier Sachen, die werden wir dann rauspumpen und wieder reinpumpen. So, noch einen, bitte. Danke. Sehr gut. So, da brauchen wir einmal einen Export und einmal einen Import-Bus. Expert. Das Problem ist nur, da muss ich unten das Ding... Ne, muss ich nicht. Import. Die Frage ist natürlich, macht er jetzt zuerst das oder macht er zuerst das? Ich denke mal, der macht zuerst das Gelagerte, ne? Denke ich. So. Export und Import haben wir. Oder auch nicht. Hä? Wo ist denn jetzt der Export-Bus hin? Habe ich nie eingebaut? Ne, habe ich nicht. Okay. So. Problem ist natürlich, ich werde auf jeden Fall eine dicke Chest brauchen. Das heißt, wir werden, denke ich mal, eine Gold-Chest eben nehmen. Iron. Problem ist natürlich, ich muss die Ender-Chest dann mal eben abmachen gleich. Gold. Oh, wir können auch direkt eine Diamond-Chest machen eigentlich. So, machen wir eine Diamond-Chest, komm. Chased. Wir haben ja jetzt 61 Diamanten gehabt, das müsste passen. So, wir machen die Ender-Chest mal eben ab. Da ist nämlich das Problem. Wir werden jetzt die ganze Zeit nämlich hier Dingens kriegen. Da sind auch die Karten drin. Ist nicht so schlimm. So, dann müssen wir hier mal eben kurz die Sachen abmachen. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal Kobbel als erstes ab. Wir können einfach den Kabel abmachen. Das reicht schon. So. Und im Endeffekt brauchen wir jetzt einen Import- und Export-Bus. Einen Export- und einen Import-Bus. Den müssen wir erstmal nur den Export dran machen, weil wir den mit Kobbel machen müssen. Warte mal, gib mir mal kurz Cobblestone hier. Danke. So, da soll bitte Kobbel rein und dann soll hier, zack, zack, so ein bisschen Gas geben. Das Problem ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, wie viel da drin ist im System. Obwohl, das geht. 2000, das geht. Das könnte sogar sein, dass wir das reinkriegen in die Kiste. Ah. Mal schauen. Kobbel weg. Sehr gut. Das war's schon. Jo, das war's schon. Alles klar. Dann können wir den nämlich wieder abmachen. Oder den hier. So. Dann können wir den hier wieder dran machen. Ja, toll. Jetzt komme ich da wieder nicht dran. Oh. Ups. Müssen wir kurz einen Wartungstunnel haben. So, ich würde sagen, wir machen lassen das eben kurz ab noch. Dann machen wir den wieder dran. Dann machen wir den dran. So. Und der müsste, eigentlich müsste er jetzt funktionieren. Also, dass der im Prinzip nur noch hier reinpumpt. Ja, funktioniert auch. Der stort mich jetzt komplett in die rein. In die Deep Storage.
Wenn die weg ist, kann man das mit dem nächsten machen. Es geht auch, glaube ich, anders. Also es geht auch, glaube ich, mit den Disketten an sich. Nur... Oh. Ich habe jetzt gedacht, machen wir das mal so. Und gut ist. So. So, jetzt brauchen wir Gravel. Gehen wir mal ein. Der ist ja noch ab, ne? Ja. Gravel ist auch noch ab. So, der kann ab. Dann kommt hier Gravel rein. Das. Da dürfte aber nicht so viel sein, glaube ich. Gravel ist ja, glaube ich, nicht so viel drin wie Kobbel. Obwohl, man weiß es ja nie. Obwohl, dann auch 2000. Nicht schlecht, ey. Limestone sind auch 3000 da drin. Mal eben. Wow. Aber das entlastet die Disketten ungemein, wenn die Sachen in der Deep Storage sind. So, Gravel ist auch fertig. So. Kann der wieder ab, der Kabel. Machen wir das erstmal, dann haben wir das nämlich auch fertig. So. Dann kommt der Kabel hier wieder dran. Dann kommt der Kabel hier dran. Und hier kommen die ganzen Karten wieder rein. So. Dann ist der Gravel gleich auch weg. Dann holen wir uns noch einen Limestone. Weil da ist auch einiges drin gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, Gravel ist jetzt auch gleich drin. Komplett. Sehr gut. Und alles, was dann natürlich jetzt kommt, das ist alles... Gravel-mäßig läuft es dann. So, das ist auch fertig. So. So, der muss natürlich wieder weg. Dann kommt da jetzt Limestone rein. So. Karten. So. Da waren ja auch immer mit 3000 oder sowas, ne? Das war auch einiges. Ja, auch über 3000, die im System rumschimmeln, weil wir die nicht rausgefiltert hatten. Deswegen alles schön in die Kiste und dann einmal rüber. Dann haben wir das umgelagert. Warum sind da Cinnabar drin? Okay, wo kommt das denn her? Aus Gold? Aus Gold kommt Cinnabar, okay. Das wusste ich gar nicht. Kann man mal sehen. Kann man mal sehen. Auch nicht schlecht. Was kann man damit machen? Damit kann man doch hier zum Beispiel die Sachen verdreifachen, ne? Mit dem Induction Smelter, genau. Mit dem Shiny Ohr, ja. Super. Shiny Ohr habe ich aber noch nicht einmal gefunden. Ach so. Ah. Ah, okay. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so extrem. So, haben wir alle? Ja. So, dann du. Dann du. Dann die Karten wieder. Der kann auch schon raus. Karten wieder rein. Und jetzt geht das hier rein. Oder auch nicht. Warum nicht? Ach, Boing. Boah, ich bin ein Ochse, ne? Schnell wieder ab. Schnell. Boah. Ich bin ein Haufen manchmal. Ich habe vergessen, hinten den Kabel dran zu machen, ne? Ja. Egal, machen wir nochmal. Was soll jetzt? Hä? Wo ist die Karte hin? Hä? Wo ist die Karte jetzt hingebackt? Willst du mich jetzt verarschen? Ach da. Ach ja. Haben wir jetzt alle? Gucken wir einmal kurz ins System. Schauen. Lime. Ja, haben wir alle. Sehr gut, dann kann der jetzt hinten dran. Wieder. Das ist nämlich das. Ich habe da nämlich vergessen abzumachen. So, dann kann der Kabel einmal ab. Ich habe den vergessen dran zu machen. So. Dann kann der einmal ab. Dann kommst du da dran. So. Wird wieder importiert. Das haben wir auch. Und jetzt müsste eigentlich... Ja. Sehr gut. Das steigt.
Dann brauchen wir nur noch Sandstone. Gucken wir mal, ob wir überhaupt welches im System haben. Ja, haben wir auch bei 6000, ey, boah. Wow. Oh. Die ist auch voll. Das ist aber jetzt kein Dingens mehr, ne? Dann können wir den Import Buster mal dran kloppen. Damit er wenigstens langsam läuft. Oder durchläuft. So, Kabel ab. So, du kannst raus. Dann kommst du wieder da dran. Und da kommt jetzt Sandstone rein. Habe ich das eigentlich eingestellt? Ja, ne? Genau, nur Sandstone. So. Sandstone, bitte. Hä? Ach, das System ist aus. Ja, ist es. Okay, gehen wir mal schlafen. Die Solarpanels laufen gerade nicht. Deswegen will ich ja den Big Reactor bauen, damit wir genug Strom haben. So, jetzt müsste die aber langsam wieder anlaufen. Ja, da laufen sie wieder. Sehr gut. Jetzt müsste da auch Sandstone reinkommen. Ja. Es fängt langsam an, aber der Strom, der ist natürlich jetzt gerade, lässt zu wünschen übrig. Aber egal, wir haben schon mal Kobbel haben wir eingespeichert, Lime und Gravel. Dirt müssen wir auch noch machen. Ey, da brauchen wir noch ein Deep Storage Unit für. Da müssen wir noch ein paar bauen, auf jeden Fall. Ja, toll. Hast du fein? Hast du fein gemacht? So. Ja, lassen wir mal durchlaufen. So. Haben wir noch wieder einen Sandstone drin. Da kann Limestone rein. Da kann wieder der Gravel rein. Dann kommt hier noch ein Kobbel hin. So, der kommt hier hin. Danke. So. Ich weiß gar nicht, ob da alles in eine Kiste passt, ey. Da sind noch 2000. Haha. Krass, das ist richtig viel. Das sind, ich weiß das gar nicht, wie viel Stacks da insgesamt reinpassen. Ah, das hat sogar gereicht. Hey. Und? Kiste fast ganz voll. Da waren dann 6000 Sandstone. Ungefähr. So, kann der ab? Habe ich den hinten dran? Ja, habe ich. Kannst du dran. Plus die beiden und die beiden. Und dann geht er mal ab hier. Und das dauert er. Und wie man sieht, die Festplatten sind jetzt wieder ziemlich leer. Das ist eigentlich nur aus dem Grund, warum ich das mache. Weil die halt, gerade die Sachen, die viel da sind, die sollte man immer in Deep Storage oder in irgendwas anderes reinpacken, auf jeden Fall. Oder hier auch, man kann auch Jabba Barrels nehmen. Die kann man noch voll aufwerten und mit Storage Buses an dran machen. Die halten aber bei weitem nicht so viel wie ein Deep Storage Unit. Und dafür ist es eigentlich nur. So, das haben wir gleich geschafft. Dann haben wir hier alles schon mal wieder. Haben wir jetzt alles in die Deep Storage Units drin. Was relativ gut ist. Weil dann haben wir die ersten vier Sachen schon mal aussortiert. In halt im unendlichen Dingen drin. Das ist aber normalerweise sehr cool. Das passt, das passt. So, die sind fertig. Das heißt, die Dinger können jetzt wieder da rein. Erst einmal. So, das kann ab. Das kann ab. Das kann ab. Und du kannst ab. So, und du kannst auch ab. Danke. So, haben wir das erledigt. So, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar, der Reaktor wird wahrscheinlich hinter dieser Wand sein. Da ist es. Ich sehe gerade, wir sind zu tief, viel zu tief. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Ich will anfangen mit natürlich Reactor Casings, ne? Ist klar. Wir fangen mal mit Reactor Casings an. Wir bauen uns mal so drei Stacks erstmal.
Das reicht zwar im Leben noch nicht, aber ist ja egal. So, ich baue den immer 7x7. Am Anfang. Unten muss sowieso komplett. Weil man dann eine 5x5 Fläche hat in der Mitte und man 5 Fuel Rods reinbauen kann. Deswegen baue ich den immer 7x7. Hoch, breit ist einem keine Gren sind einem keine Grenzen gesetzt. Das heißt, man kann den im Prinzip so bauen, wie man will. Man muss nur immer aufpassen, dass zwischen den Fuel Rods und der Wand, also der Außenwand, ein Freiraum ist. Immer. Das heißt, wir bauen gleich hier in der Mitte einen Stern, was heißt ein Stern, ein X aus Dingern halt. Und ich baue den meistens immer. Ich wollte den eigentlich ungefähr so hoch bauen da. Ja, toll, das war falsch. Danke. Das wollte ich eigentlich nicht. Nämlich, ich wollte den bis hier hinbauen. Dass wir hier ungefähr noch so. Ja, das war auch falsch. So, dass wir ungefähr. Was haben wir jetzt für eine Höhe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Höhe. Das heißt 5 hoch, das sollte erstmal reichen für Strom. Geht, wir können den ja irgendwann dann später noch höher bauen, wenn wir wollen. Das ist ja jetzt nicht. Das ist ja nicht gebunden an irgendwas. Wir können den ja im Prinzip so bauen, wie wir wollen. Aber wir fangen auf jeden Fall an, den schon mal zu bauen. Und da müssen wir die Kanten, also die Ecken wegmachen. Aber ist ja kein Problem. Kriegen wir hin. So schmiegt er sich nämlich an das Haus dran. Deswegen wollte ich den so bauen. Also hier in die Ecke. Und dann können wir da vorne, können wir dann schön gucken. Und da können wir auch dann die ganzen Sachen hinbauen. Obwohl ich die Sachen eigentlich lieber im Keller hätte. Aber, obwohl, das können wir auch machen. Wir können die auch im Keller bauen. Hier ist ja irgendwo der Keller. Da ist er. Da sind die Deep Storage Units. Könnten wir eigentlich auch. Wir könnten dann eigentlich auch hier. Das Problem ist, wir müssen auf jeden Fall Stromkabel haben, die darüber führen. Oder? Oder? Ja, doch, müssen wir. Wir haben da hinten den Stromraum. Das heißt, wir müssen im Prinzip ein Stromkabel hier runter, durch den Boden darüber. Das kriegen wir aber hin, denke ich. Das kriegen wir hin. Doch, das kriegen wir hin. Da können wir mit Fassaden arbeiten. Das Einzige, was ich halt will, ist hier oben ungefähr hier. Würde ich gerne den Controller dann haben. Aber das zeige ich euch dann. Machen wir kurz den Koppel noch hin. Oder wir machen das ganz anders. Wir machen. Das könnten wir auch machen. Ja, ich weiß, wie wir das machen. So. Dann haben wir nämlich genau den Reaktor stehen, so wie ich ihn wollte. So, und ich würde sagen, wir bauen den hinten zu, glaube ich, ne? Hinten und an den Seiten. Weil da brauchen wir, glaube ich, nicht offen haben. Weil brauchen wir eigentlich nicht. Müssen wir nicht reingucken. So. So. Na, schon fast durch, ey. Der Reaktor steht schon. Fast. Müssen wir nur noch ein paar Fuel Rods machen. Den Controller, die Access Ports, den Redstone Port will ich machen für den Power Monitor. Den will ich dann auch hier reinstellen. Den will ich hier irgendwo hinstellen. Dann. Aber das kriegen wir hin. Das machen wir nächste Folge. Und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem neuen Minecraft. Viel zu Infinity Schüssingen.